Lehre statt Lehre. Einmal mit H, einmal mit zwei E. Ein Berufsfall-Event in der EFS der Turnhalle, initiiert vom Arbeitgeberverband Sarganserland Werdenberg. Geeignet für alle Interessengruppen. Nicht nur für Schulabgänger und Lehrsuchende, auch für Lehrpersonen bringt es neue Erkenntnisse. Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nie so gehört, dass es das als EBA ja. gibt. Also es gibt es erst zwei Jahre seit EBA, genau. Und ich habe gedacht, eigentlich, weil sonst so der Bereich interessiert eigentlich die Schüler halt auch sehr stark, aber sie finden nichts, oder? Es hat nichts. Und jetzt habe ich gedacht, das ist ja cool, oder? Ja, und es spielt wie gesagt gar keine Rolle, wenn es jetzt Hauswirtschaft oder Kaufmännisch oder Logistik wäre, was die Arbeit an sich ist. Eben, es ist einfach, zum mal einen Fuß in die Tür haben. Und, ja. Also wirklich überhaupt kein Problem? Ja. Ungeniert, also ich kann es in meine Visitenkarte geben. Super. Können sich wirklich mal melden und dann kann ich mal einen Termin, können wir einen Termin vereinbaren und mal schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Aber Chemie, denke ich, wird es wirklich schwieriger. Ja, aber so Logistikbereich oder KV, dass einfach wirklich mal reinschauen können, das denke ich schon, dass man dort vielleicht etwas herkommt. Also. Ja. Du hast jetzt sehr engagiert erkundigt, was man alles machen kann, z.B. bei Sigma Aldrich und so weiter. Was bringt es dir als Lehrer in die Ausstellung? Informationen natürlich als erstes und zweitens bringt es mir auch Kontakt. Also ich kann in Kontakt treten direkt mit den Lernenden, aber auch mit den Ausbildnern. Ich lerne die Leute kennen, ich schaffe irgendein Netzwerk. Ja. Du bist selber auch noch Mama, also dein Sohn natürlich, du weißt es, wie es ist, einmal schwierig, dass man einen Beruf finden kann. Es ist natürlich eine grosse Auswahl, aber nicht überall hat man eine Chance. Wie siehst du so den Weg, bis ein Jugendlicher einen Beruf finden kann, auch der Weg von einer Mama zum Beispiel? Ja, ich denke, die Eltern haben sicher eine Verantwortung und müssen ihre Kinder begleiten. Finden muss es aber der Jugendliche oder das Kind selber. Also muss man als Eltern auch offen sein, wenn jetzt das Kind etwas lernen will, was man selber nicht so toll findet. Ja, es soll das Interesse des Kindes widerspiegeln. Und ich finde es wichtig, eben, dass die Jugendlichen gehen schnuppern oder eben das Projekt, das wir jetzt probieren umzusetzen, dass sie wirklich auch den Beruf kennenlernen, bevor sie anfangen. Dort. Projekt, das ihr umsetzt, was ist das genau? Wir fangen jetzt an in der Oberstufe Warden mit dem Lift-Projekt. Das ist so konzipiert, dass schweizweit, man kann als Schule teilnehmen, als Klasse. Und das Ziel ist eigentlich, dass Jugendliche, die voraussichtlich werden Probleme haben beim Einstieg in die Berufswelt, dass wir die vorher abholen und dass die in der 7. oder 8. Klasse schon 1-2 Stunden in der Woche arbeiten können. Also recht früh unterwegs in dem Fall, dass man schon ein bisschen sieht, wo man Möglichkeiten hat, wo man noch Chancen hat. Genau, einfach, dass man einen Einblick bekommt, ja, wie muss ich mich gehen, wie muss ich mich anlegen, wie funktioniert die Arbeitswelt, einfach allgemein. Ja. Ich habe selber auch 5 Kinder und manchmal denke ich mir, es gibt wirklich ein grosses Angebot, aber manchmal weiss man nicht so, wie steht es mit den Chancen nachher. Also das habe ich manchmal ein kleines bisschen vermisst. Also es gibt manchmal Berufswünsche, wo dann aber man hört, ja, hast du nachher keine Chance mehr. Wie sieht das aus? Ja, das gibt es sicher auch. Das soll man sich auch überlegen, weil es soll ja auch, muss ja auch realistisch sein. Ich finde aber grundsätzlich, soll es nach Interessen, soll die Wahl nach Interessen erfolgen. Warum macht man so etwas, eine Ausstellung? Ja, der Anlass ist eigentlich sehr wichtig für halt, zum die Lernenden hier oder die Schüler, um hier verschiedene Berufe zu zeigen, die es hier gibt. Vielleicht auch Lernende oder Schüler, die sich jetzt noch nicht so ein bisschen fokussiert auf irgendeinen Beruf, können sie hier eigentlich verschiedene Berufe ein bisschen anschauen. Blickwinkel ein bisschen öffnen und vielleicht Berufe anschauen, die sie noch nicht gesehen haben, noch nicht kennengelernt haben. Ich habe es nicht erzählen, aber ich habe 51 Aussteller auf sehr kleinem Raum, also natürlich wirklich auf kleinem Raum, eine ganz grosse Übersicht. Du bist jetzt Chef von der Ausbildung bei Sigma Aldrich, da verbindet man so gemeinhin mit Chemie. Aber es gibt einen Haufen andere Möglichkeiten auch und so Sachen muss man ja wissen, oder? Genau, ja, also eben, ich bin der Leiter von der Ausbildungsabteilung bei uns, bei der Sigma Aldrich, aber es gibt auch natürlich diverse verschiedene andere Berufe, die man anschauen kann, im Technischen, im Gesundheitswesen. Also es ist wirklich die Möglichkeit für die Schüler, dass sie wirklich mal etwas, vielleicht auch etwas ganz Neues anschauen können, was sie noch nie gesehen haben und vielleicht so sich umorientieren können. Jetzt schlägt kein Geissen weg, das ist eine riesige Arbeit für euch. Also ist es auch eine Win-Win-Situation? Also meinst du, es lohnt sich für euch auch? Definitiv. Also im heutigen Zustand, wo wir jetzt aktuell sind, braucht es das unbedingt für beide Seiten, also von den Schülern und von den Betrieben her, dass wir so Veranstaltungen machen. Zeitungsinserat, wie das einmal früher gemacht wurde, ist das allein nützt heute nicht mehr so viel. Also Patrick, was ist da deine Funktion da? Ja, meine Funktion ist da bei der Berufs- und Laufbahnberatung, so wie man sieht. Du sorgst also für die Zukunft. Ist das in den letzten Jahren einfacher oder schwieriger geworden? Ich finde, es ist immer etwa gleich. Ich habe natürlich die Jugendlichen, die man ein bisschen ins Viertel klüben muss, aber die Probleme sind immer die gleichen. Welche denn? Ja, dass sie ein bisschen antriebslos sind und ein bisschen, ja, viel um die Ohren haben und nicht, einfach noch nicht reif genug sind teilweise für die Berufswahl.
Aber das heisst mit Antwort, also Ausbildung, wie wir auch sehen, und Unterstützung läuft Hand in Hand, ist also relativ wichtig. Von wo braucht es denn Unterstützung vor allem? Ja, schön wäre auch aus dem Elternhaus, aber es gibt halt Jugendliche, die hören nicht so gerne auf die Eltern. Das kennen wir ja alle ein bisschen, oder? Dann bin ich natürlich der richtige Mann, wo vielleicht als außenstehende, neutrale Person das vielleicht ein bisschen in den Motor ein bisschen ins Kurbeln bringt, oder? Du kennst ja das auch aus eigener Erfahrung. Du bist, hast einen handwerklichen Beruf, oder? Genau. Und du bist natürlich auch eben eigentlich von der Pike her hier eingestiegen. Ja, kann man sagen, ja. Ja. Also ich komme eigentlich aus dem Bereich, wo ich den Jugendlichen auch etwas erzählen kann, wie es im industriellen Bereich abgeht und wie es auch auf dem Bau kann abgehen. Also ich kann Geschichten erzählen, früher kalt haben, Schicht, ja. Und dann musst du auf die Lehrmeister zu, dann musst du für gewisse Jugendliche einen Job suchen, eine Lehre suchen, eine Ausbildung suchen, vielleicht auch EBA, auch für schwächere Jugendliche. Ja, Praktikum. Ist das schwieriger geworden, oder? Nein, es geht eigentlich relativ gut. Man muss einfach ein bisschen wissen, wie man mit den Leuten umgeht, damit man auch ein offenes Ohr für das kriegt. Aber die meisten Betriebe, kleinere Betriebe, die haben eigentlich ein offenes Ohr, weil man merkt ja selber, viele Lehrstellen werden gar nicht besetzt. Und dort muss man halt ein bisschen, darauf zugehen, damit vielleicht anstatt der Lehrstelle zuerst einmal ein Praktikum entsteht, oder? Für jemanden, der die Reife vielleicht noch nicht hat. Und dann macht er zuerst einmal ein Praktikum, oder? Damit er sich auch sicherer ist, ob der Beruf etwas für ihn ist. Und es ist dann auch eine Win-Win-Sache. Der Betrieb kann schon im Voraus schauen, bevor er einen Lehrvertrag macht, ist der jemand, der zu uns passt oder in den Beruf hier, oder? Und dann ist so eine Ausstellung natürlich wirklich super, wenn man auf kleinem Raum einen Haufen kennenlernen kann, oder? Ja, das ist natürlich super. Genau wie heute hier. Wir lernen sehr viele neue Leute kennen. Und das ist natürlich nur ein Vorteil, auch für die Jugendlichen und für mich. Und für die Berufs- und Laufbahnberatung. Für all die Betriebe, die hier den Beruf ausstellen. Hey, hallo! Wie ist das hier, bei einem Mann müssen herheben? Gut. Ein bisschen speziell, nicht? Ja. Machst du wirklich hier MPA? Genau, ja. Ich bin Schüler von der MPA Berufs- und Handelsschule in Bux. Und was ist dein Ziel nachher? Der FZ-Abschluss als medizinischer Praxisassistent. Echt wahr? Ja. Du bist ja fast ein Novum, hä? Als Mann, fast ein Novum, so etwas. Ja, schon. Ich bin schon der einzige Mann in meiner Ausbildung und ich habe noch nie einmal in einer Arztpraxis gesehen. MPA, wo ist denn der Rang mehr auf medizinische Sachen oder kaufmännische? Wie schaut das bei euch? Ja, schon ein bisschen mehr Medizin. Mehr Medizin, ja. Ja, es hat immer noch einen Traumberuf für viele. Was ist das da? Einfach kleine Minis vom Spiel. Ist noch ein bisschen schwierig, gell? Nein. Was für einen Beruf möchtest du lernen? Architektur oder Zeichnen. Also, wie empfindest du jetzt die Ausstellung hier? Gut. Da kann man auf kleinem Raum viel kennenlernen, oder? Ja. Und was möchtest du lernen? Ich würde gerne weiterführende Schule machen. Aha, FMS, WMS, ja. Kante. Was ist das Ziel? Lehrer? Nein. Was denn? Informatiker, aber auf einem höheren Niveau. Also, ETH? Ja, vielleicht. Okay. Bist du ein Fleissiger? Denk schon. Ja, ich denke, das muss sein, weil gerade eine Tochter, die dran ist. ETH drückt noch, hä? Aber das ist das Ziel, hä? Ja. Die Phase kommt da an. Alles kapiert? Phase, Kabel? Einfach nicht anschauen. Also. Die hier sind jetzt noch egal. Eben. Die hier. Die kannst du einfach weglassen. Ja, genau. So. So, damit. Mitte. Nein, da. Da, da ist gut. Ja, so ist gut. So, damit die Isolation nicht unter der Klemme ist. Mhm. Ich hebe es das aus so, dann kannst du es zuschrauben. Haben Sie mehr Burschen oder Mädchen da Interesse für den Job? Bei euch jetzt hier? Ja, Burschen schon. Burschen eher, hä? Ja, ja. Wissen Sie weniger als früher? Weißt du, das Ganze so dort mit Nullleiter und so weiter, das sind ja so Basics, gell? Das hätten wir in diesem Alter eigentlich locker gewusst, also wissen Sie weniger? Nein, das kann man nicht sagen. Jetzt sind die Jungen eigentlich ziemlich gut aufgeklärt, wenn ich so will, in technischen Berufen. Aber die Tatsache ist natürlich, dass Buben, für Buben ist es der Favorit, oder? Ja. Die wollen dafür nicht Kindergärtner werden.
Wenn es passiert, kommt noch etwas anderes. Ja, genau. Hast du zu Hause nie so etwas gemacht? Nein. Nicht? Ja, so ist gut, so ist gut. Feuerwerkoptik, ja, wie haben Sie es so mit dem Nachwuchs? Ja, nicht schlecht, ja. Also, seitdem wir hier auf der Messe auftreten, ist es eigentlich, ja. Kommen wir viele Bewerbungen über, viele Nachfragen. Ja, es läuft gut. Braucht ihr ziemlich viel handwerkliches Geschick, gell, für den Beruf? Ja, sehr viel. Ja. Also man muss sehr fingerfertig sein, viel Gefühl muss man viel haben. Und ja, mit Pinzetten können umgehen, sehr sauber und systematisch können arbeiten. Und vor allem Mädchen oder vor allem Bursten? Ich würde sagen 50-50. Ein bisschen mehr Mädchen hat es momentan in der Klasse als Bursten. Ja. Ein schwieriger Beruf oder gibt es eh bei allen Lehrern auch? Wir haben beide Lehrer, wir haben den Feinmechaniker, EFZ, der 4 Jahre geht, und wir haben die Ebenlehre, die 2 Jahre geht. Also es ist für jeden etwas dabei. Jetzt hast du dort etwas hergelegt. Was ist das genau? Nimm mal das Mikrofon. Ja, das ist, ja, genau. Das ist eine miniaturisierte Kamera. Das ist eine von der, oder wenn nicht die kleinste Kamera der Welt, mit HD-Auflösung. Also wenn man da vorne sieht, ist das da der Kamerakopf da auf der vorderen Seite. Und da wird das Bild generiert und wird nachher mittels Glasfaserkabel hinterher geleitet zum Gerät, das nachher das Bild auflöst und nachher auf dem Bildschirm da rechts da wäre etwas für mich, das kann die Stellage nicht tun. Genau, ja, und das wird dann eingesetzt, kann man frei einsetzen, wo es überall kleine Öffnungen hat, wo man muss in kleine Öffnungen mit Kameras rein, sei es in der Chirurgie, in der Medizinaltechnik, ja, überall, wo man kleine Öffnungen hat, ist das Produkt nachher einsetzbar. Und die Linse, die ist 0,5 mm im Durchmesser, also die ist sehr, sehr klein und ist halt vom Handling dann, ja, sehr komplex, um nachher mit dem, ja, mit der Pinzette und, ja, also Linse Nerven handeln. Musst du haben, gell? Nerven musst du haben, das ist so, ja. Aber es ist sehr interessant und sehr herausfordernd, ja. Weißt, kommt mir ein bisschen vor wie Goldschmied. Hast du so etwas dort und dann hast du ein Säckchen vor dem Bauch und dann sammelst du den Staub ein. Ja, ja, das genau, ja. Ist so ein bisschen die Richtung, aber halt noch viel, viel hochtechnischer halt. Oder? Wir machen hochtechnische Linsen, die dann nachher auch in hochtechnischen Messgeräten und Diagnostikgeräten eingesetzt werden. Und das alles im Werdenberg, ja? Das alles im Werdenberg, richtig, ja. An einem Ort, wo man es nicht vermuten würde, hinter dem Baugeschäft. Genau, richtig, ja. Sehr idyllisch mit Blick auf den Markenkopf. Wo man aber nie Zeit hat, zum schauen. Ja, mal kann man schon einen Blick raus erhaschen. Schon. Nachwuchs, wie steht's? Ja, mal steht gut, ja. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Lernende. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr oder auf das nächste Jahr haben wir das erste Mal die KV-Ausbildung auch integriert. KV im Bereich Dienstleistung und Administration, wo wir neu anbieten. Also haben wir 3 Berufsbilder, die wir anbieten. Und ja, somit haben wir da unser Angebot können erweitern. Ah, dann Feuerwerkoptik Zünd bietet eben auch noch andere Bereiche an, gell? Genau. Ja. Also mit der Feinwerkoptiker EFZ, der Mechanikpraktiker eben und Kaufmann, Kauffrau EFZ. Steven Zinsli, Altersheim Seewolle. Wie sind die Reaktionen bis jetzt von den Jugendlichen? Können sie her? Ja, man muss sich ein bisschen anlocken, aber dann kommen sie, ja. Was kann man dort lernen beim Altersheim? Wir bieten verschiedene Berufe an, von da bei Köch, über Pflege bis hin zur Hauswirtschaft, oder? Und das ist jetzt einfach das Altersheim und die Gemeinde Seewolle bietet noch andere Berufe an, wie KV, was haben wir noch? EW. Ja, gar EW und so weiter und so fort. Natürlich auch Kita, das sind so die Kita-Frauen da hinten, gell? Genau. Ja. Wie steht es bei euch bei der Kita? Bietet ihr auch Lehrstellen an, Jacqueline? Ja, wir bieten auch Lehrstellen an. Auch für Bursten, im schlimmsten Fall? Ja, natürlich. Aber ist es schwierig, gell? Es ist schon ein bisschen ein Mädchenberuf. Ja, eigentlich nicht, nein, aber ja, mal schon. Aber du wirst dich freuen, wenn es auch mal Bursten gibt? Ich würde mich sehr freuen, wenn es mal Bursten gibt, ja. Und ich glaube, gell, ihr kocht ja ziemlich schnell mal jetzt dann für die Kita, glaube ich, oder? Genau, das stimmt, ja. Dann könnt ihr die Kita-Köchin bei eurem Team begrüßen. Richtig. Hi, Ronix, Fernsehtechnik, bist du da in der Lehre? Ja, das bin ich. Was machst du genau?
Alles, eigentlich, was mit Fernsehen, Internet, Telefonie, Musikanlagen zu tun hat. So. Installieren, beraten und natürlich auch Geräte reparieren. Heula, wie bist du auf den Berufswunsch gekommen? Sind ja relativ fähig, Mädchen, die das machen? Ja, das ist so, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal mehr so sicher. Ich habe einfach gedacht, ja, ist halt... Hast du einen Haufen Fernseher, die kaputt sind? Hast du gedacht, wenn nicht schlecht, wir können es flicken? Nein, ich habe einfach gedacht, ich habe viel mit Technik zu tun. Eben, ich bin auch mit dem aufgewachsen und habe dann gedacht, ja, warum jetzt nicht? Wäre doch sicher cool, mehr über das zu erfahren. Ich meine, Technik wandelt sich immer weiter, man kriegt immer wieder etwas Neues und eben, man hat tagtäglich mit dem Zeug zu tun. Ja. Und wie steht das, wenn es Mädchen sind? Also geht das gut mit Mädchen? Ja, das ist genau das Gleiche wie mit den Buben auch. Also es ist, Bianca ist jetzt nicht die Erste, die bei uns die Lehre macht, aber es ist natürlich schon so, sie ist eine von den wenigen. Also Frauen, herzlich willkommen. Auch ihr könnt den Beruf machen. Jetzt wissen wir auch, die Gewinnmarge ist brutal gesoffen. Also Internethandel etc. und so weiter wird dann länger schwieriger, um sich da können, eben behaupten am Markt. Was sind denn so die Nischen, weißt du, die du noch siehst, wo man so ein Geschäft, sag jetzt mal ein kleines Geschäft, wie wir jetzt sind, kann weiter betreiben? Das ist ja so, ja. Also rein vom Verkauf ist es länger schwieriger. Wir setzen auf Installation. Wir machen sehr, sehr viel, dass man Geräte liefert, installiert. Neben dem hat man auch ein bisschen umstrukturiert. Wir machen sehr viel mehr Netzwerktechnik wie früher. Wir machen WLAN-Anbindungen. Wir installieren saubere Werke mit Server und so weiter. Ich glaube, das ist das, was die Zukunft drin liegt, wo man auch längere mehr Arbeit haben in diesem Bereich. Also das ist ein wichtiges Geschäftsfeld. Und wo du dann eben auch Ausbildungsplätze noch kannst anbieten, oder? Genau. Wird aber dann natürlich nicht eine längere einfacher, sondern eine längere schwieriger, was auch für dich als Ausbilder, oder? Nehme ich an. Ja, das ist ja das, was es interessant macht bei einem Kleingeschäft. Also wir sehen alles. Wir haben wirklich von Satelliteninstallationen über das Kabelfernsehen, über Netzwerkinstallationen, über Geräte selber, also gute HiFi-Anlagen, Fernsehen, Bild und Ton. Wir bieten gerne alles an. Bei uns kann ein Lehrling auch alles machen, nicht nur reparieren oder nicht nur das eine wie jetzt der neue grosse Betrieb. Über dem Boden bist, dann gehst du automatisch runter. Und nachher kannst du durch die Fenster reinlaufen. Ich kann da sogar Geschwindigkeiten raus, wie immer gleich. Ja, ich würde nicht, weil es ist so schon genug schnell. Was siehst du eigentlich jetzt? Sus! Dreh dich mal rechts um, rechts, 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 rechts. Und jetzt, was siehst du? Jetzt ein bisschen links, ein bisschen links. Was siehst du jetzt? Nicht. Nicht. Oh, schade. Was sollte man denn eigentlich sehen? Ein Haus, das wir gebaut haben. Und mich sieht man nicht rein? Nein. Schade. Es sieht wirklich aus wie Minecraft. Was ist dein Traumberuf? Automobilmechatroniker. Jetzt bist du drin im Haus? Oh. Bist du drin? Oh. Was sagst du? Was ist los? Was siehst du? Ein Stuhl. Ein Stuhl? Ich kann mich so bewegen. Ja, wenn du hier läufst, kannst du dich bewegen. Dann kannst du rumlaufen. Jetzt, jetzt so, laufst du rum im Haus. Was siehst du? Hallo, Kim. Ah, cool, da ist das Auto. Ich bin das Auto. Badwanne, siehst du keine? Haustür. Oh, ich bin durch die Haustür drin. So, jetzt gehen wir in den Keller. Vielleicht sehen wir den Minus. Keller? Hey, Keller, 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 Keller. Du, hey, hast du schon mal reingeschaut? Nein. Was hast du jetzt heute Morgen schon gesehen, was dir gefallen würde? Lebensmitteltechnologe. Okay. Schon ein bestimmter Lehrbetrieb? Nein, noch nicht. Noch nicht, hä? Warum ist es Lebensmitteltechnologe? Ich habe schon immer gerne in der Küche experimentiert und so Sachen. Aha. Okay. Dann weißt du, was da eben mal später auf dich zukommt. Also, da wäre Hilgona oder was wäre das? Ospert oder... Ja, so etwas. Oder? So etwas, ja. Okay. Und schau mal, er macht immer... Da muss ein schreckliches Haus sein. Hey, was ist denn da für ein Haus, das der immer macht? Das ist ein Projekt, das wir gemacht haben, das wir gezeichnet und abgebaut haben. Was machst du jetzt beim Schöp?
Ich mache das KV beim Schöp. Ja. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Eben so Hauptaufgaben für uns sind Kunden bedienen, empfangen, Rechnungen verbuchen, das Telefon abnehmen, eben so Messen organisieren, halt recht verschiedenes Zeug. Man sieht auch ins Marketing rein, das Personal, Buchhaltung. Und du alles. Auch, gell? Bei dir heisst es Freude, die bleibt. Was machst du beim Schöp? Ich mache Zimmermann. Ja. Und ich bin in zwei Lehrjahren. Ja. Und wir bauen verschiedene Wohnungen mehr. Bist du schwindelfrei? Oder hast du manchmal Angst auf dem Dach? Oder nicht? Nein, nicht. Voll durch? Ja, Vollgas. Es gefällt dir? Ja, gefällt mir, ja. Jetzt, beim Schöp gibt es ja ganz verschiedene Berufe, oder? Du bist jetzt im Büro. Genau. Jetzt hat der andere gesagt, sich Zimmermann auf dem Dach oben. Wäre nichts für dich? Nein, leider nicht. Höhenangst und lieber bin ich auf dem sicheren Boden. Ich hätte mit dir. Auch auf dem sicheren Boden. Gut, toll. Und der ist immer am Haus anschauen, hä? Du, so. Wisst ihr, was der da macht? Er schaut das Haus an. Er schaut das Haus an. Was willst ihr mal lernen? Was willst du mal lernen? Ich weiß es noch nicht. Du möchtest Fotografin lernen, gell? Ja, vielleicht. Aber es ist ja schwierig, gell? Es hat auch kaum jemand Fotograf anbieten, gell? Jetzt, was hast du gesehen? Komm. Ein Haus habe ich gesehen, das ganz schön eingerichtet war. Dann ein Badzimmer auch? Ja, und ein Whirlpool auch auf dem Dach. Nein, reinliegen hätte man leider nicht können. Du hast immer gesagt, oh. Bist ja, du begeistert gewesen? Es ist halt etwas anderes als eine VR-Brille, weil man kann nichts mit den Händen machen. Aber trotzdem hast du so ein komisches Gefühl dabei, wenn du steigen durch oder durch abgehst. Aha. Jetzt sieht man da drauf, was man sieht. Oh! Und das habt ihr selber gezeichnet? Ja, gezeichnet und gebaut. Und visualisiert? Ja. Auch ihr? Ja. Das ist noch relativ kompliziert, etwa einmal, gell? Je nachdem, wie es machst, schon, ja. Ja, ja. Ah, so, das ist also das Haus hier. He? Das habt ihr schon gebaut? Ja, das steht. Einfach praktisch. Genau. Ist ja praktisch, wenn man alles auf kleinem Raum so sieht. Definitiv. Was Lipuner bietet, ganzen Haufen natürlich Ausbildungen an, gell? Ja. Ja, wir haben 12 Ausbildungen. Was sind so die favorisierten Ausbildungen? Ich würde sagen, eher in der Planung wäre das Ganze. Ja. Ja, aber wir bieten auch handwerkliche Berufe an. Auch vermeintlich, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja. EFZ, EBA. Genau. Wie ein Haufen Grossfirmen halt, ja. Ja. Okay. Was sollst du mal lernen? Vieles. Was denn? Na komm jetzt, du hast immer gesagt, etwas Automech. Ja, mach ich auch. Machst? Wo? Ja, was sie anbieten. Aber immer, wenn immer noch dein Traumjob, oder? Ja. Und der Brüder geht auch dazu? Ja, glaube schon. Und du bist einmal mehr wieder da, gell? Ein Jahr wieder. Du bist eigentlich der Kanti-Navigator. Ich bin der Kanti-Navigator. Einer von zwei Kanti-Navigatoren, genau. Wie ist denn das so? Weißt du, so mitten in diesen handwerklichen Berufen und dann eben die Kanti-Ausbildung? Ja, die Nachfrage ist relativ klein, aber wenn wir Nachfrage kennen, tun wir gerne beraten. Und dann müssen wir uns etwa noch mal ein bisschen verteidigen. Ja, also was heisst das? Ja, die Handwerker haben das Gefühl, wir nehmen ihnen die guten Handwerker weg. Ist aber überhaupt nicht so, gell? Das ist überhaupt nicht wenn so. Wenn jemand einen Berufswunsch hat, dann erfüllt er sich den. Und soll er den bitte machen? Und es gibt ja die Möglichkeit, nach der WMS oder auch nach der FMS, könnte man ja auch noch Lehre machen. Also, könnte man auch noch mal, man kann sogar nach der Matura noch Lehre machen. Du bist an der Kanti, was machst du? Ich mache die Informatik Mittelschule. Und was umfasst denn die so? Also, ist das vergleichbar mit einem Studium auch? Oder was es ist das vergleichbar mit einer Lehre. Aha. Also man macht eigentlich die Lehre auf schulischer Basis. Und nach dieser Ausbildung an der Kanti hat man auch das EFZ und das BM zum Weitermachen. Ah, das ist aber noch interessant. Also, du hast auch praktische Ausbildung in dem Fall. Genau, also das kommen wir im Praktikum über, wo wir einmal vier Wochen haben und einmal ein ganzes Jahr, und zwar das letzte Jahr. Dann kannst du auch locker als First-Level-Informatiker zum Beispiel zu einer Firma gehen, oder? Sicher. So? Sicher. Du könntest auch Passerelle anhängen und eine ETH studieren? Genau. Was ist dein Plan? Das weiss ich noch nicht. ETH klingt spannend, aber auch zu anfangen zu arbeiten, weil man hat CFZ, man kann arbeiten und das ist sicher auch mal ein guter Weg, den man machen kann.
Und gell, da muss man als Kanti-Lehrer, gell, das ist wirklich noch etwas sehr Interessantes, dass man Kanti eben auch das anbietet, da müssen wir mal klar sagen. Ja, das ist schon so. Das ist einfach Informatik sowieso, weil die sind eh gesucht heutzutage und das ist jetzt einfach ein anderer Weg, anstatt über die Lehre, halt über die vollzeitschulische Ausbildung, die Informatik-Ausbildung machen. Jetzt du als Physiker, wenn du noch mal neu wählen könntest, was würdest du jetzt auf einen Weg einschlagen? Ich würde vielleicht einmal Handwerker werden. Gell, das wäre noch interessant. Wäre noch interessant, ja. Ich arbeite nämlich gerne mit den Händen eigentlich. Genau, das merkt man doch auch. Darum sieht man das jetzt auch, was ich jetzt hier mache. Genau. Du bist natürlich eh vielseitig, gell? Du machst auch Musik und so weiter. Ich mache auch Musik, ja, genau. Hast du das etwa mal ein bisschen vermisst? Einfach Matura, ein bisschen die Hände, die ein bisschen gefehlt haben bei der Ausbildung? Ein bisschen, aber ich bin jetzt auch zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und ich habe ja eine grosse Werkstatt in der Schule, dann kann ich etwa nicht mehr machen. Ich mache Bären morgen, Gams und Kaffrier. Ja. Und Stahl schaffen und Kreislauf. Ja. Und Bäckeberg. Und Kaffeeporsch, Käferlerkinken. Hoi, 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 dann gehst du überall ein bisschen aushelfen. Ja. Und hoi, hoi. Kuchen essen. Und jetzt zeigen sie dir da noch etwas. Schau mal da. Genau. Komm, jetzt gehen wir mal auf die zu. Komm, wir gehen mal durch. Ja. Ich soll das Mikrofon noch mal heben. Komm, wir laufen dir an. Ich bin ja. Wie heisst denn da die Frau da? Wie heisst denn die? Du kannst mich interviewen. Zina. Musst du mir das Mikrofon heben? Ja. Ich bin Zina. Ja. Zina. Und wir sind vom Lukashaus da, gell, Monika? Jawohl. Und wir bieten diverse Ausbildungsplätze an, in der Landwirtschaft, im Büro, in der Gebäudereinigung, in der Hauswirtschaft, in der Küche, Fachfraubetreuung, Fachfrau Gesundheit, Koch, Sozialpädagogik, ganz viele verschiedene Berufe. Ein Glück. Du, mal eine ganz andere Frage. Habt ihr im Lukashaus eigentlich auch noch Mann bei euch? Ja, sicher. Kennst du den Beno? Ja, sicher Beno, kenn ich. ist er immer noch der gleich lustige Kerl? Ja, sicher. Aufgekennig, du. Du, was stellen denn da an so miteinander, du und der Beno? Was? Ja, machst du mal etwas Streich mit dem Beno zusammen? Nein, sicher nicht. Nicht? Sind ihr strenge Betreuerin? Ja, ja sicher. Das musst du fragen. Ja, eben, ja. Du, Monika Gantner, jetzt mal eine Hand aufs Herz. Gell, du bist noch ein bisschen ein Schlitzohr. Ja, wirklich, ja. Herr Eckenberger. Bist du nicht der Eckenberger? Natürlich. Hä? Was machst du da? Du erzählst, gell, was man bei uns alles machen muss, wenn man bei uns eine Ausbildung machen will. Gell? Gefällt es dir in dieser Ausbildung? Ich meine, die hier unten. Ich habe die Ausbildung schon gemacht, ja. Ja, aber gefällt es dir dem Job dein? Wahnsinnig, ja. Und du wirst die Ausbildung immer wieder machen? Immer wieder machen. Ich habe sogar noch weitergemacht nach der Ausbildung und bin jetzt im Studium. Und sind sehr, sehr, muss man schon sagen, gell, liebevolle, dankbare Leute, gell? Das ist so. Und vor allem ist es einfach wichtig, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind und dass wir sie so dabei unterstützen, dass sie auch ein Teil dieser Gesellschaft sein können. Und zum Teil sind sie auch lang daheim zum Beispiel, bis es dann irgendwann halt nicht mehr geht und dann braucht es dann auch, oder? Mhm. Uns braucht es unbedingt. Wir haben jetzt gerade vor 2 Jahren eine Aussenwohngruppe in Gams aufgetan, wo wir Wohnungen im Dorf gemietet haben. Die Resonanz der Gesellschaft ist super. Wir sind sehr akzeptiert und integriert, gell, Monika? Jawohl. Ihr seid im Dorf zu Gams jetzt daheim. Jawohl. Wo geht ihr einmal noch? Schöfli. Ins Schöfli zu Gams am Stammtisch. Genau. Genau. Aber eben, gell, Monika, hast du gesagt, sauber bleiben, kein Bier saufen. Aha. Latiago trinken. Latte Macchiato trinkst du. Ja, genau. Okay. Ja, genau. EW Buchs. Du machst die Lehre dort, Ja, genau. Ich mache die Lehre mit EW Buchs. Und hast du so ein lässiges Mobil bekommen? He? Ja, genau. Ein E-Scooter. So ein Firmenfahrzeug bekommen. Das braucht noch Geschicklichkeit. Komm, jetzt wollen wir mal schauen. Machen wir mal hier. Genau, soll es mal ausprobieren. Ja, probieren wir mal. Weil ich habe ein paar Mal selber probiert, also nie geschafft. Hoi, 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 hoi. Gibt es eine speziell schwierige Stelle? Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich möglich, aber
komme auch ab und zu dran. Ja, aber jetzt hast du schon viel, viel mehr geschafft, als ich je geschafft habe. Ist das auch wichtig? Jetzt hast du ganz kurz berührt, gell? Ja. Ist das wichtig, die Fingerfertigkeit in diesem Beruf? Ja, es hat sicher seine Vorteile. Genau. Aber wir haben natürlich auch einen Haufen grobe Arbeiten, wir haben aber auch ab und zu mal feinere Arbeiten. Von dem her. Was genau machst du? Wir installieren eigentlich im Gebäude. Du bist Installateur, oder so? Ja, genau. Braucht Nerven wie Drahtseile, gell? Ja, zum Teil, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Genau. Und montiert halt Schalter, Steckdosen. Genau. Wie es der Kunde will. Recyclist, das umfasst der Beruf? Also wir tun Abfallwertstoff aufbereiten, trennen, weiterverkaufen zum Wiederverwerten. Was ist deine Aufgabe dort unten? Ich tue Stapler fahren, B- und Entladen oder Bagger fahren, viel sortieren. Wenn der Sammelstelle tue ich Pflege halt putzen, aufräumen, leeren. Eine riesige Halle, gell? Und manchmal jetzt auch ein bisschen Staub, also muss man sich daran gewöhnen, gell? Ein bisschen Staub hat es, ja. Ist ein bisschen viel Staub, aber man gewöhnt sich daran. Was hast du das Gefühl, das ist ein Beruf für die Zukunft? Es ist ein Beruf für die Zukunft, garantiert, ja. Kann ich jedem nur weiterempfehlen, der sich auch mit dem Thema befassen will. Und es ist auch eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Ist es noch schwierig, die Lehre? Also, weißt, muss man sehr viel auch theoretisches Wissen haben? Schwierig nicht, aber man muss halt auch wie bei jeder Lehre normal anstrengen. Und ja, man muss halt ein bisschen Interesse für die Umwelt mitbringen. 3 oder 4 Jahre? 3 Jahre. Du bist Schreinerin? Ja, genau. Auch ein Mädchenberuf demnach? Ja, es ist immer mehr die Frage von Frauen. Also, wir sind jetzt 17 Schüler und 5 davon sind schon Frauen. Also es kommt immer mehr auf bei Frauen. Jetzt sagt man etwa mal, Schreiner sind ein super Beruf, aber nach der Lehre könntest du die Arbeit kaum ausführen, weil man es meist irgendwie fertig irgendjemand herholt und man dann die Stundenlöhnung zahlen kann. Wie siehst du das? Ich sehe das nicht so, weil ich finde, je nach Betrieb, mehr hast du manchmal Massenfertigung, aber hast eben auch manchmal Handfertigung. Je nachdem, wo du bist. Und es ist aber schon sehr, sehr eine feine Arbeit, gell? Würde sich eigentlich grundsätzlich für Mädchen sehr empfehlen, oder? Ja, klar, auch vom Design her. Ich war gerade letztens in Basel und dort haben wir so eine Möbelausstellung und dort hat es viele, viele Frauen dabei gehabt. Weil es einfach, ja, vom Design her und so haben sie ganz andere Ideen und schauen es mit anderen Augen an. Apropos Schauen, jetzt haben wir auf einmal Zuschauer hier oben. Die Jugendlichen, die haben schon jetzt Interesse. Wann muss man denn so ein bisschen anfangen, weißt du, um einen Beruf zu suchen? Was denkst du? Ja, die zweite Oberstufe ist tiptop. Also man kann sich vorher schon früh überlegen, was man werden will. Aber ab der zweiten Oberstufe ist man immer noch jung und man muss eigentlich wie die Zukunft bestimmen. Und das ist manchmal noch sehr schwierig. Aber ja, so wie es jetzt ist, ist tiptop. Wie sieht deine Zukunft aus? Machst du noch BMS, studierst du weiter oder möchtest du auf dem Beruf bleiben? Also bei mir ist es so, ich lerne nach der Schreinerlehre lerne ich noch 2 Jahre Bauer. Also Landwirte mache ich noch die Ausbildung. Und nachher möchte ich wieder auf dem Schreinerberuf arbeiten. Das ist mein Beruf und ich mache es gerne. Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt bei 2 Jahren Bauer? Ja, es wird strenger. Ich bin mehr draussen. Aber ich kann das Schreiner sicher auch anwenden, weil es gibt auch ein paar Reparaturen und alles, was man machen muss. Und dann normaler Arbeitsvertrag, gell? 55 Stunden in der Woche, also andere Arbeitszeiten? Ja, genau. Ja. Viel mehr Arbeitszeiten. Nur jedes zweite Wochenende für eins aus am Arbeiten. Ja, es sind andere Zeiten dann. Hey, was geht denn da ab? Ja, das ist mein Roboterbaby. Nein, es ist ein bisschen zum zeigen, was man so als Automatiker machen kann, weil Automatiker schon bei uns viel programmieren und das Programm zeigen ist ein langweilig, sind wir jetzt hier mit dem Roboterli. Du bist Automatikerin? Ja, ich bin Automatikerin. Du verstehst etwas von Informatik, gell? Nein, Informatik nicht. Nee. Aber Automatik. Automatik? Ja. Das ist überhaupt etwas, gell? Das machen auch Mädchen sehr gerne. So es hat momentan immer noch viel mehr Männer als Frauen, aber es können langsam immer mehr Frauen auch. Und ja, es ist schon ein relativ unbekannter Beruf, was ich schade finde. Unsere Firma tut ja Verpackungsmaschinen machen für die Pharmaindustrie. Das ist jetzt zum zeigen, dass man eigentlich mit dem Roboterarm eine Spritze aufnehmen kann und dann die Spritze in eine Verpackung rein tun. Das ist also eine simulierte Verpackungsstrasse in dem ja, Fall? Also. In dem Sinn. Es ist jetzt nicht ganz so genau, weil es ist ein Spielzeug. Aber ja, ist klar, ich sehe vom Ablauf her, es zitterlt ein bisschen, aber ja. Das muss auch sein, gell? Es ist halt zum zeigen, wir können nicht zwei
Tonnen schwere Roboter mitnehmen. Nein, ja, genau. Also 200 Kilo Roboter können wir auf den Tisch stellen, das geht nicht so gut. Ich also, habe mal probiert, um so ein zu programmieren und solche Sachen. Also, manchmal flucht man schon noch ein bisschen, nicht? Ja, das Schlimme ist dann, wenn du einen Fehler hast, genau. Weißt du was? Am Schluss ist irgendwo hast du ein 1 oder ein 0. Genau. Das gibt's. Es wäre ja einfach, aber du musst wissen, was wo, gell? Ja, das ist so. Das Gemeine ist ja, dann hast du einen Fehler, nachher der Fehler könnte drei verschiedene Arten sein. Ja. Und bis du mal auf die drei verschiedenen Arten kommst, bist du eine Stunde am Schauen, wo du ihn mal hast. Und dann, dann kannst du vielleicht eben zur Beruhigung so Spritzen brauchen. Da, he? Ja, das ist... Wir missbrauchen unsere Kundschaft, Material nicht. Aber... Ja. Ja, okay. Ich kann auch. Mit der Maus. Ah, jetzt natürlich bist du es. Jetzt hast du es selber in der Hand. He? Ja. Manuelle Steuerung. Also ein interessanter Beruf ist schon, gell? Das ist definitiv so. Eben weil du auch viel Verschiedenes machen kannst, je nachdem, wo du bist. Also. Genau. Und wie ist denn das? Dann kriege ich den Auftrag über und dann nachher? Wie läuft denn das? Also ja, dann wird bestimmt, wie, was die Maschine machen muss. Und dann kommt es zu unserer Konstruktion. Ich bin ja Konstrukteurin. Und dann werden Baumaschinen konstruiert, Baugruppen konstruiert. Und dann halt Teile bestellt und so geht es dann weiter. Und du musst sehr genaue Aussagen haben, gell? Das ist manchmal wahrscheinlich schwierig. Also die Kundschaft hat eine Idee, aber du musst dann genaue Aussagen haben. Ja, es ist manchmal schwierig, weil der Kunde zum Teil die Meinung ab und zu ändert. Genau. Und ein paar Monate später heisst er, nein, die Schachtel sieht dann gleich so aus oder das Produkt sieht dann gleich anders aus. Ja, man muss manchmal, ja, ist manchmal auch schwierig zu. Und dann bestimmst du also dann eben so ein Produkt, dann zeichnest du es natürlich nachher, gell? So. Mit einer Baugruppe, also jetzt zum Beispiel in dem Fall der Roboter, oder wir bestimmen, sagen, der Roboter muss jetzt die Spritze holen und in die Schachtel rein tun. Und wir bestimmen in der Konstruktion die Motoren, die wir brauchen, die Leistung, die wir brauchen, die Teile, die wir dann ja bestellen, und die Schrauben, die wir ja einsetzen. Bedingung, als guter Sechsschüler, Sechsschülerin. Ich habe es von der Real aus gemacht. Eben, gell? Also wenn man etwas will, dann schafft man es. Wobei, du hast ein Liechtensteiner Dialekt, also Real wäre bei euch dann Sek. Ja, aber ich bin in der Schweiz. Ich bin kein Lehrling mehr. Ah, okay. Ich meine, ich sehe schon jung aus, aber... Ja, dann ist mir schon klar. Nein, ich habe... Also ich bin von Buchs. Ja. Und habe die Lehre ja da in der Pago gemacht und Grabs. Genau. Und nachher dann... Also wenn man etwas will, schafft man manches, gell? Ich sage immer den Kindern, es ist egal von wo, von welcher Klasse, von welcher Schule, wenn man etwas will, man muss vielleicht ein bisschen mehr machen, man muss vielleicht ein bisschen mehr lernen, vielleicht auch Weiterbildungen oder so machen, aber man erreicht immer das Ziel. Dann bist du eine Ausbildnerin, die auch Verständnis hat für so etwas und auch kann zeigen, wie man zum Ziel kommt. Genau, genau. Also du heisst, verlieb dich frisch. Bist du frisch verliebt? In Ilkone, ja. Hoi, was macht sie so? Ja, wir können Convenience-Produkte herstellen. Was ist das verrückt? Chemie-Kopie. Ja. Das ist Stickstoff. Stickstoff? Hey, ist das gefährlich? Ja. Und was geht es da? Wir machen frische Glasse mit Fruchtpüree, mit Rahm und flüssigem Stickstoff. Und der hat 198 Grad minus. Darum mal Handschuhe und eine Schutzbrille. Ist ja unglaublich. Gell? Und die Firma nehmen das zum Kühlen und da machen wir Glas und man kann es gleich essen. Kannst du das mit Stiften problemlos machen? Ja, wenn man sie richtig schult, ist das kein Thema. Ja. Es geht wirklich darum, ordentlich zum Schulen und Sicherheitsvorschriften zu einhalten. Aha. Und jetzt können wir gleich mal probieren. Da haben wir schon die ersten zwei Kandidaten. Und wir gehen ihnen mal eine Glasse probieren. Ja, Glasse! Da kommt dann ein Fernseher, oder? Hey! Das sind wir schon gesehen. Da wäre ein Beruf für dich, hä? Was willst du mal lernen? Konstrukteur oder Polymechaniker. Ah, super, nur doch passen. Kannst du vielleicht auch eine Glassemaschine entwerfen, hä? Ja. Hast du eins überkommen gelassen? Oh, schau jetzt, es gibt eins. Und? Wie schmeckt's? Besser als die Schule, gell? Gebäudetechnik. Gebäudereinigung, Gebäudereinigung. Oder? Mhm. Machen Jagd auf Ungeziefer in Wohnungen. Reinigen und pflegen Außen- und Innenräume. Reinigen und Kanalisationen. Was würdest du sagen, was ist richtig? Ah, ich sage 30 ist immer A richtig. Immer. Lass sag einfach A. Nein, es ist falsch. Ach Gott. Was sag ich dir? Was ist richtig? B. B ist richtig. B ist richtig, genau. Weißt du, was gibt's? Ein Suchhaus. Oh. Hat sie in der Hand, zeig sie. Tada! Erster Platz.
Genau, Nummer 1 bist du. Wa? Was könnte das für eine Berufsrichtung sein? In welchem Bereich? Was siehst du dort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist das? Das ist Sonne. Genau, was ist das? Pflanze. Genau, und für was braucht es, dass eine Pflanze wächst? Sonne. Genau, in welchem Bereich könnte es sein? Pflanze, Sonne. Ha? Zum Beispiel, ja genau, Natur. Im Berufsfeld Natur ist es wichtig, dass man gerne mit den Händen arbeitet, weil es mit dem Computer funktioniert, auch gerne in der Nacht arbeitet. Welches könnte richtig sein? A. Richtig, der Kandidat hat 0 Punkte. Nein. Ah, jetzt meint Patrick, du gibst jetzt gerade einen Beruf, gibt es einfach nur einen Sugel. Ja, sicher, da, eine Lehrstelle. Was machst du jetzt? Machst du jetzt Etikettist? Nein, ich bin am Schneiden. Aber meint, du willst Automech machen? Ja, es gibt verschiedene Berufe. Oh. Also könntest du dir etwas anderes überlegen, oder? Ja, ich glaube schon. Hast du einen Beruf, wo es mehr Frauen auch gibt, oder nein. Nicht? Nein. Shahin. Hallo. Ich bin Hallin. Verena, was ist dein Braunberuf? Ja, wieso sie den Namen weiss? Ja, weil ich hier geschaut habe. Genau. Also, Verena. Also, grüezi wohl, ich bin Verena. Ich arbeite Pago, hier zu Grabs. Kannst du Japanisch? Nein, das kann ich leider nicht. Aber ich kann Portugiesisch dafür. Ah, okay, das geht auch, gell? Ja. Und was machst du so? Ich arbeite als Flexodruckerin. Oi, was ist das? Das sind Etiketten, die wir machen. Die sind dort gesehen. Die dahinter? Ja. Das mache ich. Und Lorena. Meine. Also du hast drucken oder auch kreativ entwickeln? Ich tue nur drucken. Oi, kompliziert? Ja, ab und zu schon. Wenn zum Beispiel die da, wie sie da gesehen, ja. Dann so 3D-Effekt. Oh. Und schenkt noch recht cool. Also je nachdem, das sind die Bilder, wenn man es links und rechts dreht, sieht man etwas anderes. Ja, genau. Sie sehen es. Jetzt da halt nicht, genau. Ja, ja. Das stimmt. Und ihr habt es kollegial gut, du mit der Lorena zusammen, ha? Ja. Was genau. Ist mit der Lorena ihre Aufgabe? Also ich bin Polygrafin. Ja. Und wir dann die Etikette bearbeiten und halt für den Druck dann richtig darstellen sozusagen. Habe ich richtig im Kopf, Polygrafin ist noch relativ ein schwieriger Beruf und musst auch Französisch können? Ja, genau. Es drückt noch, gell? Ja, es ist schon noch schwierig, aber es ist schon cool, weil du kannst kreativ sein und so. 51 Angebote hier, auf kleinem Raum kann man sehen. Für euch natürlich eine riesige Vorbereitung. Warum macht ihr das, George? Wir haben es in den früheren Jahren vieles selber gemacht. Es war hier aber auch noch in kleinerem Rahmen. Und wir haben dann gemerkt, dass es gut ist, wenn wir hier mit jemand externem zusammenarbeiten. Wir haben dann mit Markus Schilling einen Top-Mann gefunden. Und seitdem merkt man, das Angebot ist gestiegen. Und die Qualität sicher auch, sind wir der Meinung. Und das ist jetzt in professionellen Händen und wir sind froh, dass es so ist und man merkt es. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Jetzt bist du natürlich selber eben hier vertreten vom AGV, aber natürlich eben auch ja, bei Lippuner Grabs. Die bieten natürlich ganz einen Haufen Lehrstellen an. Es hat aber auch kleine darunter natürlich, mhm. Oder? Mhm. Ja, und ich denke, das macht es auch genau aus eigentlich. Die Messe, die genau. Wir hier machen, das Lehre ist das Lehre. Dass wir wirklich nicht nur Grossbetriebe hier haben, Grosskonzerne, die genug Budget haben, um das zu machen, sondern wirklich auch die kleinen Betriebe. Das finden wir extrem wichtig, dass wir auch denen eine Plattform bieten, dass es erschwinglich ist von den Gebühren her, die sie hier entrichten müssen. Das ist uns extrem wichtig. Und ich denke, der Mix, den wir heute haben, von wirklich Kleinbetrieben mit 4-5 Leuten bis zu den Grossen wie Hilti, was auch immer, oder KMUs, wie es jetzt mehr sind, das ist, finde ich, einmalig in der Region. Hilti Hovalonsport, Evatec, Sulzer, Lippuner, damit wir auch ein paar erwähnen, natürlich, die wirklich dann einen Haufen natürlich anbieten in ihrem Ausbildungsprogramm und dann eben kleine KMU, die vielleicht ein, zwei Lehrer anbieten, vielleicht einen Schreiner, ja, vielleicht irgendwie eben Viehwerkoptik und so weiter und so fort, einfach eine Lehrstelle. Aber natürlich, die Information ist wichtig und manchmal kann man in einem Betrieb einen Haufen anders machen, als was man sich noch könnte vorstellen, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch etwas. Ist es auch für euch eine Win-Win-Situation? Also denkst du, ihr holt den Aufwand und ihr habt auch wieder raus? Ja, das ist immer schwierig in Zahlen zu messen, oder? Und die Frage kommt oft, holt man es wieder raus, bringt es etwas, bringt es nichts? Bringen tut es auf jeden Fall etwas. Das ist ganz klar, man ist präsent als Gewerbe, als Arbeitgeber, aber auch als Unternehmen als solches. In Zahlen zu messen, schwierig, bin ich der Meinung, aber ich denke, der Imagegewinn, den jede Firma hat, die hier mitmacht, ist da. Und du hast schon erwähnt, kleinere Betriebe oder ihre Berufe, die nicht so bekannt sind. Dort geht es auch darum, den Beruf überhaupt ins
Bewusstsein von der Öffentlichkeit zu bringen. Oder? Weil viele wissen vielleicht gerne nicht, dass es im Viehwerk Optiker gibt. Oder? Die kennen den Optiker meinetwegen, wo man in einem Augenoptiker machen kann, sei das ein Federer oder wie auch immer. Aber dass man das auch noch herstellen muss, das wissen die gerne. Und das, finde ich, sind die Mehrwerte, die schwierig sind zu messen, die aber auch da ist für, ich sage jetzt, die Berufe als solches. Und als Firma bin ich überzeugt, dass es sehr viel bringt und auch sich auszahlt. Was erwartest du von dieser Ausstellung? Ich? Ja. Um zu schauen, welche Berufe es da alles gibt in der Region. Ja. Und um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Was erwartest du von der Ausstellung? Wegen den Berufen schauen, was man lernen und so. Bist du am Suchen? Ja. Was denkst du so, wohin du steuerst? So richtig Holz und so. Holz? Und du? Wohin steuerst du? Informatik oder Kante. Ah, da kannst du jetzt gerade Besen verbieten sogar? Ja, IMS, also Informatik Mittelschule. Da hat es dir die Ausstellung hier gebracht? Auch halt Berufe schauen. Ja. Hast du etwas gesehen, was dir gefallen? Ja. Dein Traumberuf ist was? Auto. Oi. Egal was, etwas mit Auto. Ja, und Sanitär. Ein Sanitär auch? Ja. Oh. Bin ich gewesen, schnuppern. Also etwas Handwerkliches, gell? Ja. Gut, du nimmst es beim Schnuppern? Gut. Ist gut gegangen? Ja. Immer wieder mal ein Spickel nur. Ja. Und dann hast du immer so, hast immer so den Finger. Hast du so zwischen die Tieten, hast du immer so eine schöne Fuhr. Der ist jetzt so ein bisschen eng. Da. Ein bisschen raus rein. Genau. Und dann kannst du mal mit dem Hammer so drüber fahren und siehst, wo es irgendwo nicht so eben ist. Genau, dann hast du den Hammer so rein. Möchtet ihr so etwas lernen einmal? Ha? Was noch nicht ist, kann er werden. Meinst du? Ja, ja. Aber streng ist schon, gell? Sehr streng, ja. Halt im Winter hast du sehr kalt und im Sommer halt ziemlich warm. Dafür hast du auch ein Sportmann, verdienen tust du gut, gell? Ja, strenger Beruf gibt gutes Geld. Das ist ein Schrothammer. Wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn es hier etwas eng wird und du keinen ganzen Stein mehr drin bist, hast du den Hammer rein und kannst den Stein so abeinander teilen. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Warum? Ja, da kannst du nicht. Da hinten dürftest du es jetzt nicht machen, es spickt ein bisschen warum. Aha. Das ist, da hast du extra, wenn man hier sieht, bei dem Hammer, der hat scharfe Kanten. Dann tust du immer den Stein auf einen harten Untergrund. Und dann kannst du ihn so, mit geübten Schlägen, kannst du ihn abeinander teilen. Aha. Es geht manchmal besser oder manchmal weniger. Wichtig ist, die Finger sollte man vielleicht nicht drunter haben, weil sonst hat man einen Finger weniger. Also lieber zuerst ein bisschen fluchen, nicht nachher, wenn man auf die Finger fahren geht. Lieber zuerst ein bisschen fluchen, anstatt nachher. Jetzt schauen wir mal das Fugenbild an, das wir hier haben. Diese Fuge ist gut. Hier haben wir ein bisschen eng. Und hier hinten. Da kommen wir eine halbe Servo hinten versenken. So breit ist das. Der hat eine komische Form. Dann nimmst du einen Stein und anschaust. Das ist ein Kugellabyrinth. Mit einem Lenkrad drin und da können die Schüler mit dem Lenkrad lenken und so mit Kugeln ans Ziel bringen. Diesen Club? Ja. Jetzt solltest du aber nicht sagen, du arbeitest dort als was? Als Werkstofftechnikerin. Echt? Ja. Strenger Job noch, gell? Also auch noch hochstehende Ausbildung? Also streng ab und zu halt. Kommt darauf an, wie viele Aufträge drin sind, aber ja, es ist ein recht cooler Job eigentlich noch. Und was, wie geht das so genau? Also, man hat eine Kugel da. Ja. Und da ist das Lenkrad und das ist höher verstellbar. Ja, jetzt heben wir mal das Mikrofon. Du kannst sicher steuern und das Mikrofon heben. Das schaffst du locker. Und das ist höher verstellbar. Und dann, was läuft? Und dann geht man da, also die Kugel ist da. Jawohl. Und sie muss bis da hinten. Und diesen kleinen Punkten folgen. Und halt schauen, dass man nicht in die grossen Löcher reinkommt. Oh, und was hat das mit deinem Beruf zu tun? Mit meinem Beruf nicht viel, aber es hat Lenkstangen drin von der Firma. Wenn man da unten schaut. Ah, wo? Ah so, ja genau. Da, das eigentlich hinter dem Lenker, das alles, stellt unsere Firma her. Genau. Und das haben zwei Praktikanten letztes Jahr gemacht. Und somit unsere Lenkstangen hergenommen und dann das Kugellabyrinth gemacht. Du bist gute Schülerin. Ja. Vorne steht NTB. Hast du einen Sinn, BMS zu machen, NTB, ein weiteres Studium?
Also ja, ich habe vor, nach der Lehre BMS machen, dann Passerelle und wenn alles gut geht, nachher ein Studium. Direkt ETH in dem Fall? Ja. Nicht NTB, keine Fachhochschule? Nein, ETH. Ja. NTB wäre auch noch, weil ich sehe hier, das ist da aus unserem Praktikum aus vom NTB, gell? Ja, also bei uns in der Firma können auch ja, halt Praktika durchgeführt werden und das sind jetzt zwei aus dem NTB. Ja. Und haben dann eben das Kugellabyrinth mit Hilfe von verschiedenen Lehrlingen gemacht. Bist du schon mal gesehen, der ETH am Hünkerberg? Hast du die Physiklabor schon mal gesehen? Oder nein, noch nie. Schön, schön. Freude, hä? Ja. Hey du, das ist ein super Job als Ausbildner. Hast denn du eigentlich Luther Meitler oder was ist denn? Das ist eben das harte Los des Ausbilders. Man kann sich nicht alle Lernenden aussuchen. Man muss mit denen leben, die man kriegt. Aber wir haben Gott sei Dank keine Probleme und wir haben die besten Lernenden. Du hast eine voll klare Sicht, hä? Wie? Du hast voll klare Sicht, hä? Was siehst du? So eine Weltraumstation, ein Satellit. Was siehst du? Ein Satellit? Wow, du bist in ganz anderen Sphäre in diesem Fall, hä? So. Erzähl mal, was genau siehst du jetzt? Gerade bin ich. Das ist, glaube ich, eine Düse hier. Eine Düse? Aha, gut. Denn das sind die Solaranlagen, damit der ganze Satellit und die Raumstation Strom bekommt. Aha. Wäre das etwas für dich, so ein Beruf hier bei der VAT? Ja. Was ist dein Berufswunsch? Konstrukteur oder Zeichner. Aha, okay. Und das sind dann noch die Dinge dort unten. Was kannst du noch machen? Umdrücken? Wie geht das? Daumen zeigen halt. Aha, okay. Und laufen kannst du auch dazu? Okay. Ja. Gut. Ja, hast du bald wieder klare Sicht, wenn du es abzügst, gell? Ja. Genau. Gut, herzlich willkommen bei Rheinwelten TV. Klarsicht kriegen auf dem Weg zur Berufsfindung, das ist die Absicht des eintägigen Events des AGV gewesen. Und das ist mehr als geraten. Man konnte nur einen kleinen Teil zeigen. Was aber der AGV den Jugendlichen mit dem einen Tag auf ihrem Lebensweg mitgegeben hat, das ist weit mehr. Insbesondere auch die Gewissheit, dass es für alle einen Beruf gibt und damit auch eine Zukunft. Und das ist ja wahrscheinlich das Zentrum von all unserem Bestreben. Oder nicht?